Pals will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand, es wäre dringend. Aber warum sollten die Freedom Pals mit uns reden wollen? Vielleicht ist das ja auch eine Falle. Ganz ruhig, Kuhn-Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Damit haben wir uns unser Elektromeister. Lange nicht gesehen. Toolshed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Wunderarsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Wunderarsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du hier Hilfe brauchst, revanchiere ich mich. Oh, du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleitegeier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Nicht der schon wieder. Timmy! Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Humankind-Netflix-Serie zu starten, also... Timmy, nein, nein, lass das. Nicht. Hör auf damit, Timmy. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pädophilen. Kuhn and Friends sammeln. Freedom Pals antreten. Civil War 2 hat begonnen. Ich komme mir gerade so unglaublich dumm vor, aber es ist relativ witzig, muss ich sagen. Ihr habt keine Chance, bevor es peinlich wird. Ich hätte nie gedacht, wir hätten unsere Fähigkeit noch anpassen müssen. Scheiße. Wir hätten auch echt unsere Fähigkeiten anpassen müssen. Das müssen wir gleich noch machen. Du meinst pro Tag oder nur in den letzten 5 Sekunden? Der Schwarze soll zuerst sterben. In der Zeit, wo ich das auch nehme, ist übrigens Black Friday, nur so. Hui. Diabetes-Time! Timmy! Macht ein Timmy. LOL. Wir retten dich, Onkel Doktor. Hier kommt dein Tod. Einfach wirklich LOL. Jetzt hab ich Jetzt hab ich gemisst. Soll ich mir vielleicht mal die Kleinen kaputt machen? Sag mal, hast du zugenommen? Tupperdose aktivieren! Wir müssen auch mal einen Pups verwenden, sonst wird das nie was. Viel Glück beim nächsten Zug, vielleicht. Vielleicht. So. Mach mal ein Blatt. Bip. Die haben überhaupt keine Chance. Problem sind bloß gleich die ganzen Kinder, die kommen. Das sehe ich so ein bisschen das Problem. Wisst ihr, was ich meine? Lass dich nicht von Cartman täuschen! Ich muss eigentlich Cartman bekämpfen. Kümmern wir uns hier mal um die Kleinen. Zaubert ist natürlich auch geil. Oh, Mysterion, stop it! Beeindruckend wie immer, Mysterion. Ich hab gedacht, oh, warum? Netter Trick. Das ist der leck mich alle Trick. Tupperdose hält alles frisch.
Du steckst voller Überraschung, Tupperdose. Vielleicht auch voller Essensreste. Nein. Nimm mal den hier. Piep. Oh, da wird mir schwindelig dabei. Ich muss Timmy. Der stirbt halt nicht, ne? Das ist eigentlich das Heftigste von allem, dass er das überlebt. Ein Rollstuhlfahrer überlebt den Angriff vom Terminator. Du hättest auch einfach zurückfahren können. Ich bin dran. Ja, wir machen hier mal die ganzen kleinen Kinder platt. Schaut alle her! Ich mach gleich was! Schaut alle her! Wow, das war so cool. Der macht 104 Schaden. Das ist heavy. Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Ich hätte gerne mal Craig wieder. Du bist so melodramatisch. Das ist mein Pathos. Lass uns mal untersuchen. Megafaust, Pancheroo. Oh. Aber wir haben es überlebt. Warum auch immer. Angriffsmanöver eingeleitet. Überaus beeindruckend, Tupperdose. Können wir jetzt eigentlich einen Makron... Bild nochmal machen. Das machen wir jetzt auch einfach. Wir werden dieses Makron-Bild verwenden. Hi. Mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Sexy. Ich muss echt ganz dringend mal. That was beautiful. Wir haben auch irgendein Achievement bekommen. Einfach kleine Kinder, Behinderten und einen Schwarzen verprügeln. Das ist ein geiler Kampf. Okay. Keine Chance, gib. Können wir auch lassen. Dein Zug ist abgefahren, Arschloch. Megafaustschlag. Du und ich sind echt auf Timmy hat wirklich noch ein Leben. Ich lass es jetzt krachen. Mach mal. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Blitzfreak ist in den Startlöchern. Nee, das muss wirklich nicht sein. Mach einfach den hier. Das Team hier einfach mal weg ist. Nice. Diabetes mischt wieder mit. Haben wir wieder auf ein paar kleine Kinder. Das ist doch immer schön. Hab ich Pause? Nein. Ja. Ja. Ist okay, wenn du weinen musst. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Danke. So, wenn Craig jetzt dran ist, gibt's mal richtig schön für Mysterion 1 ins Gesicht. Zweiter Superangriff in diesem Fight. Jetzt bin ich dran!
gesagt, beenden. Bitte töte ihn, nice. Und beenden wir diesen wunderbaren Kampf. Mit Feuer. Mit Feuer. Du hast gewonnen. Empathieverstärker. Brainiac Kostümset. Und ein bisschen Geld. Sammle 10 Kunstagram-Follower, um dir einen neuen Titel zu verdienen. Ah. Jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja klar, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Ihr Arschlöcher kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur. Hey, das war echt gute PC-Polizeiarbeit. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Komm wieder in den Brewpub. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Will ich das? Allerdings möchte ich vorher noch was gucken. Ich muss sogar zwei Sachen möchte ich mir angucken. Das seht ihr auch gleich. Wenn ich jetzt mal hier einfach mich meine DNA nochmal angucke, die wir jetzt bekommen haben. Würde Gesundheit schwächen, würde aber Mumm verstärken und Hirn würde auch verstärkt werden. Brauchen wir aber alles nicht, weil wir aktuell nur Mumm haben. Parallel, genau, wollten wir unsere DNA, unsere Kräfte anpassen. So. Wie viel Schaden macht das? 110 ist halt wirklich ziemlich geil. Nehmen wir nämlich das da rein. Flächenschaden ist sehr nice. Cyborg. 62, 49. Es geht drei Felder nach vorne. Das geht sechs Felder nach vorne. Lassen wir das erstmal so. Beziehungsweise, was wir noch gucken können. Wie viel Schaden macht der Ultimate? 210. Der geht 3 nach vorne, ne? Der Assassine kann überall eintöten. Wir probieren es mal damit. Wir speichern jetzt auch mal, weil ich nicht Lust habe, den Kampf normal zu machen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir Stan sein Zeug nutzen können. Ich gehe davon aus, wo ist denn hier die Garage gewesen? So. Haben wir noch nicht freigeschaltet, ist okay. Ist okay. Dann zoomen wir halt Timmy auf und flitzen zum Schuldirektor, um unsere ethischen Hintergründe zu erfahren. Yay. Ich habe mich noch nie so darauf gefreut, zu erfahren, wo ich herkomme. Ist ja nicht so, dass ich das eigentlich weiß, aber... Gucken wir mal. Ja, mein kleiner Speedstar, ich renne mal an dir vorbei. War die Bar ein zweiter, ja, ne? Ja. Nee, war hier. Du hast Potenzial. Schön, dass du in der Stadt bist. Reden wir jetzt über deinen ethnischen Hintergrund. Finden wir mal raus, was genau du bist. Amerikanische Ureinwohner, Asiate, Hispano, Latino, Pazifikinselbewohner, schwarz-weiß, schwarz. Schwarz. Albaner, Amerikaner, Araber, Armenier, Bulgare, Chinese, Däne, Estonier, Ire, Italiener, Japaner, Kroate, Punjabi, Russe, Schotte, Serbe, Skandinavier, Slowake, Thailänder. Um Gottes Willen, wir sind ein schwarzer Russe. Wo
Russisch. Herkunft und Ethnie sind was völlig Verschiedenes. Hautfarbe ist super dunkel. Eine Reise mit vielen prachtvollen Eindrücken. Ja. Schwarzer Russisch. Siehst du, das war doch nicht schwer. Da du dich jetzt selbst einordnen kannst, kannst du besser Leute bestrafen, die andere nicht korrekt einordnen. Gut, dass ich jetzt mehr über dich weiß. Jetzt gehen ein paar Ärsche aufreißen. Ach, wirklich? Dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Du lässt dich nicht schikanieren, kleiner Superheld, oder? Zumindest nicht allzu viel. Noch eine Runde? Klar, wie du meinst. Oh, nur noch Follower. Okay. Wir hatten schon. Du bist scheiße. Hä? Frogge, was machen wir jetzt? Wir können auch Ärsche aufreißen gehen. Wir gehen jetzt die Ärsche aufreißen. Nun, Freunde, wir haben alle Infos und sind für die nächste Mission bereit. Alle sofort ins Kuhn-Versteck. Kuhn Ende. Wir gehen jetzt nicht die Ärsche aufreißen. Ach, Godman. Du holst mich ab und wir gehen zu Cartman. Bis dann. Tschüssi. Ah, ich bin schon überlegen, welches Spiel ich als nächstes spiele. Aber erstmal zu Ende spielen und parallel kann man schon gucken. Also wenn ihr wirklich schöne Ideen habt, was ich mal spielen kann. Cool. Scrambles. Schnell. Gib mir Bescheid. Oh nee. Warum kann ich denn nicht Nummern drücken? Oh. Cool, Scrambles. Schnell. Komm, na endlich, da bist du ja. Setz dich, Arschloch. Es fehlen noch zwei. Es kommen noch zwei dazu. Sieht man an Stühlen. Okay, Leute. Classy hat Arschloch verraten, dass unsere nächste Spur zum New Storage führt. Wir müssen dort heute Nacht einsteigen. Das ist unmöglich. Warum denn, Mosquito? Weil der Eingang vom U-Storage komplett aus Lava besteht. Der ganze scheiß Eingang ist Lava? Fuck. Es muss einen Weg vorbeigeben. Gibt es auch. Toolshed. Toolshed? Was hat der Eselficker damit zu tun? Toolshed hat doch ein Gerät zum Lava beseitigen. Das ist eine seiner Superkräfte. Hey, und Toolshed hat gesagt, er schuldet Wunderarschen Gefallen. Hm. Dann bist du wohl schon wieder nützlich, Arschlord. Super Craig, schreib eine anonyme Mail an Toolshed. Schreib, der Neue möchte seinen Gefallen einfordern. Alle anderen gehen nach Hause ins Bett. Wir treffen uns heute Nacht an New Storage. Alle ab ins Bett! Lass einen Satz für die Kuhfreunde. Geh nach Hause, Arschloch. Wenn alles nach Plan läuft, trifft sich Toolshed später. Sei vorsichtig. Er ist ein verlogener, dreckiger Dreckskerl. It's okay to sit with shitheads. Don't forget your dreams, 'cause they'll get you through.